Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Unboxing-Video. Hier haben wir das dritte Paket aus der großen Sammlung mit den Büchern. Hier gibt es aber eine kleine Besonderheit. Hier sind nämlich nicht nur Bücher drin, sondern hier müssten auch Handschellen mit drin sein. So, ich versuche das hier mal aufzumachen, ohne dass ich irgendwas kaputt schneide. So, da haben wir schon die Handschellen ganz oben. Da werde ich aber nachher noch mal so einen kleinen Perspektivwechsel machen. So, da ist auch noch was Kleines, okay. Also wir fangen erstmal an mit ein paar Büchern. Und zwar haben wir hier Geschichte des Polizeitschakos, Erich Radecke. Dann haben wir 40 Jahre staatliche Polizei in Baden-Württemberg, 1945 bis 85. Ich glaube, hier wird die Literatur auch schon interessanter, kommunale Polizei im Wiederaufbau. Das ist ja schon spannende Lektüre. Kriminalpolizei von 45 bis zur Gegenwart. Jetzt muss ich es woanders hinlegen, sonst mache ich meinen kleinen Karton kaputt, wo ich es drauf staple. Polizeiabzeichen, Helme, Heraldik, Historie, Band 3, 45 bis 93. So, pack's mal auf den Boden. German Military Police Units während des Krieges. Nochmal Polizeiabzeichen, das ist von 1918 bis 1945. Das ist natürlich spannend. Dann haben wir Polizei von 45 bis zur Gegenwart. So, jetzt weiter. Deutsche Kolonien, Traum und Trauma. Gisela Greichen, Horst Gründer. Ja, mal gucken, ob das so spannend ist. Aber da sind auch, wenn ihr guckt, oben in den Büchern sind häufig hier so Markierungen, also spannende Stellen. Da werde ich natürlich gucken, was es da so gibt. Ja, und dann haben wir hier Dienstwaffen der deutschen Polizei und Gendarmerie. Das sind auch die verschiedenen Bundesländer. Hier haben wir Sachsen-Anhalt. Und dann haben wir hier noch Berlin und Bayern. So, das zeige ich euch jetzt mal nicht so ganz so ausführlich. Immerhin noch Berichtigung zum Band Bayern 6.2. Ist wohl rausgefallen. So, und dann werde ich euch jetzt mal mit der Kamera entführen und mal so ein bisschen euch wieder in die normale Ansicht hier bringen. Im Hintergrund seht ihr natürlich hier mein unaufgeräumtes Studio. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, und dann zeige ich euch jetzt nämlich gleich hier die anderen Sachen. So. Genau, da haben wir schon mal Nummer 1. Hier sind noch ein paar Papiere. Herzlichen Dank für den Erwerb des Buches. Und Geschichte des Polizeitschakos. Ah ja, nochmal was zum Buch. So, im Karton ist noch ein bisschen was Kleines. Da ist einmal hier diese Fesselkette noch. Da muss ich mal gucken, ob ich die schon habe. Auf jeden Fall nicht die DDR-Version, sondern wahrscheinlich aus Westdeutschland. Dann haben wir hier eine Polizei Baden-Württemberg, also die, wo man quasi das Schloss durchziehen kann. POM Gunkel steht drauf, Polizeiobermeister vielleicht. Und wir haben hier noch eine F14. Ich weiß, dass es zwei unterschiedliche Bügel gibt und ich meine, hier ist auch eine dabei, hoffe ich doch, mit dem Bügel, den ich noch nicht habe. Das könnte nämlich die hier sogar sein. So, hier haben wir Handcuff Double Lock irgendwas. Da sind ein paar Schlüssel drin.
Aha, das ist ja schon mal ein schöner Schlüssel. Der ist vielversprechend. Wir gucken gleich mal, was im Karton ist. Also ich weiß es selber nicht. Hier haben wir noch einen Standard-Handschellenschlüssel, der ist auch so ein bisschen nachgemacht. Und wir haben hier was, das hatte ich schon auf den Bildern gesehen. Eine schöne alte Clijusso-Handfessel. Die geht auch auf beiden Seiten. Oh, wenn man sie richtig drin hat. Mit diesen Auswölbungen. Ich habe die schon, allerdings nicht so, wie sie hier ist. Hier haben wir auch noch deutsches Reichspatent aus oder angemeldet, besser gesagt. Das ist schon ein cooles Teil. Ja. So, dann haben wir, da habe ich auf den Bildern gar nicht so viele gesehen, wie da drin sind. Deutsches Reichspatent 18, eine Abführzange. Wir haben noch eine Abführzange. Landespolizeistempel ist hier drauf. Auf der anderen Seite nichts. Ich muss mich entschuldigen, ich schwitze hier so ein bisschen. Also hier ist schon alles so ein bisschen nass, aber sieht man auf dem Video jetzt wahrscheinlich nicht. Zum Glück. Das müsste eine Stotz-Abführzange sein. Die habe ich auch schon. Aber zwei verschiedene. Da muss ich natürlich mal gucken, ob ich die dann auch schon habe. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber da gucke ich. Na, die ist auch hier noch in gutem Zustand. Schönes Teil. So, wir haben. Das hängt hier ein bisschen zusammen. Das ist ein Polizei. Schlagstock von der DDR, also hier aus Plastik, so ein Gummiknüppel, den habe ich auch schon. Allerdings habe ich zwei unterschiedliche. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was hier mit Sache ist, ob das vielleicht noch mal ein anderer ist. Aber das kriegen wir raus. Dann haben wir was sehr, sehr Schönes, nämlich eine 12D schwer. H31 436 ist die gestempelt. Es gibt ja hier auch unterschiedliche Schlossfallen, also hier haben wir. Ja, in der Mitte eine Aussparung. Und das müsste auf der anderen Seite genauso sein. Genau, die ist also auch sehr gut vom Zustand. Gefällt mir. Mit dem originalen Schlüssel dabei. Ja, da muss ich dann mal gucken. Also ich habe da schon einige, ob mir das Modell jetzt auch noch fehlt. So, was haben wir noch? Wir haben das DDR-Modell Nummer 2 in schönem Zustand. Da ist natürlich die Frage, oh, mit zwei Schlüsseln. Ich weiß gar nicht, ob die original sind. Da muss ich gucken, ob die funktionieren. Also ich habe welche, da ist der Double Lock jeweils immer nicht ganz so toll. Vielleicht ist es ja hier besser. Dann kann ich das ein bisschen upgraden in meiner Sammlung. Mal schauen. Weil bei dem Modell ist der Double Lock immer wirklich recht schwierig, weitestgehend. Oh, was sehen meine Augen da alles Schönes? Was sehen meine Augen da alles Schönes? Wir haben eine DDR1, hier mit der Stempelung von der Deutschen Volkspolizei auch. Ja, in sehr schönem Zustand mit einem originalen Schlüssel. Da muss ich auch mal gucken, ob ich die jetzt nun schon habe oder noch nicht. Ansonsten wandert die in meine, ja, spezielle Kiste. Das ist ja nun meine Lieblingshandschelle, die mich auch in der Jugend so ein bisschen, ne, bei eBay geprägt hat. eBay war damals voll davon und ja, es war einer meiner ersten so. Ging das Sammeln los. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir eine Smith & Wesson. Das müsste eine 90er sein, hier in Schwarz. Wahrscheinlich hier auch aus Polizeibestand. Also wirklich, ah, die läuft noch gut. Wirklich schön. Dann haben wir, oh, da hatte ich gerade erst jetzt eine bei eBay gekauft. 1993 erworben für 40 Mark muss es dann gewesen sein. Das ist eine Alcyon. Hier ist sogar, na, da weiß ich noch nicht. Da muss ich gucken, ob ich es habe. Das ist hier ein spezielles Alcyon-Logo mit Kardangelenk. Die gibt es ja auch mit Kettenverbindung. Vielleicht habe ich die auch noch nicht. Da muss ich dann natürlich mal gucken. Die gehen ja immer sehr schwer auf und zu. Haben hier die vierfache Schlossfalle. Das ist schon schön. So, hier haben wir. Ja, das ist natürlich China-Ware, ne? Also ganz was Bescheidenes, nichts Besonderes. Ist halt dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst hingreifen soll. Also, ich habe es auch vorher noch nicht gesehen. Ich sehe es jetzt erst mit euch zusammen, ne? Muss ich sagen. Und viele Dinger waren auf den Bildern nicht drauf. Das ist eine K&D. Die habe ich auch schon zweimal.
Weil es auch Unterschiede da gibt, gerade bei den Schlüssellöchern. Da muss ich mal gucken. Das ist hier die Seriennummer 657. Da ist auch hier, der Schlüssel ist kaputt. Der ist kaputt. Das ist schade. Der wird auch wahrscheinlich nicht mehr schließen oder nur noch gerade so. Da müsste ich dann mal was nachmachen lassen. Mal schauen. Aber ansonsten ist die in gutem Zustand. So, hier haben wir eine Otto Schlüter. Die ist natürlich sehr, sehr schön. Da habe ich auch schon was von. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, das hier ist sogar auch eine schöne Version. Hier ist häufig die Schraube mal raus oder irgendwas anderes drin anstatt der Schraube. Hier ist auf beiden Seiten wirklich die Schraube drin. Und die ist auch wirklich hier noch top im Zustand. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die mal handgefertigt wurden. Die sehen ja immer so ein bisschen speziell aus, die Dinger. Was haben wir denn hier noch Schönes? Peerless Hyatt England Handschelle. Hier fehlt leider der Pin. Der ist da nicht mehr drin. Das ist ein bisschen schade. Also ich habe die auch schon. Ich weiß natürlich nicht, ob ich genau die Version auch habe. Double Lock Loch hinten. Da muss ich dann mal gucken. Da ist halt wirklich doof, dass der Pin da nicht mehr drin ist. Ne? Das ist nicht schön. Naja, aber ich würde sie, wenn ich sie nicht habe, trotzdem in die Sammlung übernehmen. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Hier haben wir auch noch eine, die habe ich jetzt auch schon vor kurzem bekommen. Da muss ich mal gucken, unterschiedmäßig. Das ist auch so ein Vorgänger oder so ein spezielles Teil hier, deutsche Polizei, Schutzmarke. Hier haben wir Z und A, also für zu und auf und kleine Schräubchen, um die Schlösser rauszunehmen. Die sind jetzt hier, die eine Seite ist wahrscheinlich gedouble-locked, die andere nicht. Das ist auch schön. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch eine DDR3 Handschelle mit einem auch originalen Schlüssel. Die ist ungestempelt. Da ist auch kein Volkspolizeilogo oder ähnliches drauf. Gutes Teil. Wir haben noch eine 12er Kliuso Handschließe, irgendwas, diese getan sehr. Weiß ich nicht. Standard. Die müsste ich definitiv schon haben, aber da gucke ich natürlich auch noch mal. Hier haben wir noch wahrscheinlich eine AW-Naht. Genau, hier ist eine AW-Naht Hamburg Bund, original verpackt. Die ist auch sogar hier noch eingeschweißt. Die ist nie rausgeholt, also im eigenen Öl quasi noch. Lagerware. So, dann haben wir hier noch eine Handcuff Double Lock Two Keys. Was ist denn da drin? Das müsste eine Polri sein. Die ist auch noch original eingepackt. Ich hole hier mal eine Hälfte raus. Ja, eine Polri. Das ist halt hier so ein Japan-Zeug. Ne? Weiß gar nicht, ob das direkt aus Japan ist. Aber die ist natürlich hier dann mit Originalverpackung. Das macht was her. Die kann ich vielleicht ergänzen, die Verpackung. Vielleicht gibt es ja auch einen Unterschied zu den Handschellen, die ich schon habe. Was haben wir noch? Wir haben eine Reik SNB 53. Auch ein schönes Modell. Die habe ich auch schon, das weiß ich. Schlüssel passt. Original. Schönes Ding. Geht halt auch immer sehr schön leicht zu. Dann haben wir noch zwei Stück. Wir haben noch eine Polizei Baden-Württemberg. Mit einem originalen Schlüssel. Und noch eine Kliuso 12. auch schön, auch mit einem Schlüssel original. Was soll ich sagen? Das war's dann schon. Also wir haben halt natürlich hier so ein paar schicke Highlights drin. Diese beiden hier, Otto Schlüter, die auf zu. Eine 1er, eine 2er, eine DDR, ne? Und dann halt hier die schwere 12er. Ja, also wirklich schicke Sachen dabei. Die alte Kliuso. Das werde ich jetzt nach und nach alle sichten und mal gucken. Ne? Dann wird die Sammlung hoffentlich wieder ein kleines bisschen wachsen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.